Oh. Nun sagen Sie, Herr Exi, was halten Sie von meinem Schloss? Eine nette Hütte, sehr sauber, pompös, tadellos, einzigartig. Genau, das wollte ich sagen. Da raidet der Dira rein. Vielen lieben Dank dir für den Raid. Wer der Stream ist, habt ihr gemacht? Wahrscheinlich weiter WoW. Wir sind heute mal ein bisschen in Secret of Evermore unterwegs. Moin Joni, moin Brisa. Eieiei, vielen lieben Dank dir für den Raid. Es ist längst Zeit für die Hauptspeise, oder? 100 Köche arbeiten für mich und trotzdem muss ich warten. Oh, das war ja sie. Linia diesmal, nicht der Dera. Ah, okay. Dann vielen lieben Dank dir für den Raid, ne? Wir sind hier gerade ein bisschen in Secret of Evermore unterwegs. Ach so. Ah, okay. Okay. Meine Freundin will nicht streamen. Will sie nicht. Die Community will immer, aber sie will nicht. Jo, bis gleich. 100 Köche arbeiten für mich und trotzdem muss ich warten. Was kann da so lange dauern? Wo bleibt das Essen? Oh mein Gott, Hundi. Warum? Ich bin erschüttert. Wer ist für das hier verantwortlich? Namen, ich will Namen hören. Das könnte mein Hund sein. Du hast mein Bankett ruiniert. Eine Nacht im Verlies wird ja eine Leere sein. Jo, willkommen zurück. Wächter, führe die beiden ab. Na, Kleiner, hattest du deinen Spaß? Kenne Typen wie dich. Erst verwüstest du nur deine Wohnung, später ist es das Bankett der Königin. Und dieser Hund, er scheint noch schlimmer zu sein. Komm jetzt. Speichern. Wir können speichern. Direkt wieder AFK. Alles klar. Ah, wir haben Hundi wieder. Und wir landen im Verlies. Ich dachte, das wäre schon das Verlies gewesen darunter. Das wird ja immer besser hier. Okay, Jungs. Willkommen in eurem neuen Heim. Los jetzt, rein da. Macht es euch bequem, ihr werdet sehr lange hier sein. Nein. Oh, ich sehe Wasser. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Ich habe gerade echt ein Déjà-vu. Hundi, versuch dich dadurch das Loch zu zwängen. Darf ich jetzt weiter mit Hundi spielen? Oh, natürlich. Ah, nice. Junge, hab Dank. Endlich bin ich wieder frei. Ja, wir waren ja jetzt auch lange da drin. Nee. Oh, oh. Sperrt ihn doch wieder ein. Aua. Na komm her. Muss doch mal da drin. Noch so einer. Sind das die Dämonen von denen, die hier die ganze Zeit reden? Jawohl, Level 24. Ist da irgendwas drin? Nee, ne? Nix drin. Einfach nichts drin. Da unten geht's weiter. Kommen wir da wieder hoch? Verschlossen, natürlich. Aber Hundi hatte doch den Schlüssel, oder?
Habe ich mich da verlesen? Ich habe doch irgendwas von "Ich binde dir den Schlüssel um deinen Hals" gelesen. Ist da schon wieder so ein Gegner drin? Wir laden diesmal Feuer auf, ne? Was haben wir hier? Ach, herrje, noch ein anderer. Hä, sind das diese Echsenmenschen? Die gibt's hier auch wieder. Ey, ich habe noch mehr Déjà-vu gerade. Wer ist er denn? Hä? Ein Roboter? Ein Roboter? Ach du Kacke. Wo kommt er denn jetzt her? Ich glaube, den hätten wir nicht befreien sollen. Okay. War doch nicht so hart. Nein. Oh. Gefühlt, wie lang waren wir jetzt in dem anderen Labyrinth? Eine Stunde? Davor eine Stunde nicht weitergefunden? Und jetzt sind wir wieder auf so einem komischen Kanalisationswasserrutschen, was auch immer, Ding hier. Oh je. Und das Wasser ist giftig, oder was? Oh nein! Oh, es wird ja noch besser. Och nö. Oh. Ekelhaft. Oh, das Wasser ist auch noch giftig. Sag mal, wer hat denn damals die Spiele designt? Aha. Ich kann ihn nicht angreifen. Wenn du denkst, es kann nicht mehr schlimmer werden, ne, spiel Secret of Evermore. Ich meine, die Story und alles, das Spiel macht Spaß, aber es gibt so viele Sachen hier, die einfach ein bisschen, ja, wie kann man es nennen, frustrierend sind. Kommen wir da lang? Puh, endlich raus aus dieser Kloake. Okay, das ging jetzt tatsächlich relativ schnell. Richtig, Hundi, wir riechen etwas streng. Oh oh, ein Wächter. Stehen bleiben, Kleiner. Du dachtest, du könntest entkommen? Falsch. Ich habe Anweisung, dich zur Königin zu bringen. Du kommst mit mir. Riechst du auch etwas? Warum muss ich denn jetzt wieder zur Königin? Eure Majestät, hier sind die Gefangenen. Ah, Herr Exi, wie ich sehe, haben Sie es bisher geschafft. Sorry, ich war etwas gereizt beim Bankett. Aber ich hasse es, wenn etwas schief geht. Ist schon okay, sorry für das Chaos hier, war keine Absicht. Vielleicht könnt ihr uns ja helfen, nach Hause zurückzukehren. Ach, das bin ja ich. Vielleicht könnt ihr uns ja helfen, nach Hause zurückzukehren. Dafür wird später noch Zeit sein. Jetzt haben wir eine wichtigere Aufgabe. Vielleicht haben Sie schon gehört, dass es noch eine andere Burg gibt. Diese Burg, Terrorfels, war einst unser Zuhause. Doch dann fielen die Horden der Finsternis über uns her und wir mussten fliehen. Noch immer halten sie Terrorfels besetzt. Ich will die Burg wieder befreien.
Friede muss wieder einkehren. Sie können mir dabei helfen. Der Eingang zu Terrorfels befindet sich östlich des Schlachtfeldes. Doch die Zugbrücke ist eingeschlossen. Schon ewig. Nicht eingeschlossen, sondern geschlossen. Sie könnten durch die Schlucht gehen, sich in die Burg schleichen und dann die Zugbrücke von innen öffnen. Dann können meine Leute die Burg stürmen und befreien. Können Sie das für mich tun, Herr Exi? Ja klar, das ist cool. Über den Ostflügel der Burg kommen Sie am besten durch die Schlucht. Gehen Sie dann nach unten in die Tür in der Schachbrettebene. Wenn Sie dort sind, sehen Sie, was ich meine. Aha. Schachbrettebene. Ich habe hier nicht zugehört, ich habe nur vorgelesen. Verdammt, wo muss ich hin? Da, Hundi, ein Puppentheater. Das erinnert mich an Jim Knopf. Schwein gehabt oder nicht? Ich falle gleich vom Stuhl. Was zum... Es war einmal... ein altes Schloss. Und Kunibert... so hieß der Boss. Er hatte Mägde. Er hatte Knechte. Und eine Frau. Das war das Schlechte. Ihr Mund war breit. Ihr Hals war lang. Und es klang scheußlich. Wenn sie sang. Ach so, ich dachte das, was ich gerade vorlese. Drum zielte er mit Korn und Kimme und Wut auf sie. Das war das Schlimme. Es machte Bumm, natürlich lauter. Zum Himmel schaut er und sprach das Auge voll Gewässer. Naja, vielleicht... singt sie ja da oben besser. Drum prüfe, wer sich ewig binde, ob sich nicht was Besseres finde. Sehr schön. Schwein gab doch nicht. Was? Das fängt wieder von vorne an, ne? Ja. Hier war sonst nichts mehr, oder? Nun, Hundi, sieht aus, als ob wir das Schloss verlassen, als ob das Schloss verlassen ist. Nicht, als ob wir das Schloss verlassen würden. Hey, was hast du da um den Hals gehangen? Einen Schlüssel? Ich weiß nicht, woher du ihn hast, aber er könnte uns helfen. Ach, jetzt können wir da überall rein, oder was? Oh, nee. Oh, das gibt jetzt hier aber wieder einiges zum Looten, oder? Ach, herrje. Ja, sind jetzt Gegner im Schloss? Aber das Spiel zieht sich ja enorm, ne? Wenn ich jetzt zurückdenke, wie viel wir hier gerade hätten looten können. Ach du Kacke. Wir waren ja mindestens mit Hundi gerade in... also gefühlten 2000 verschiedenen Räumen. Es waren wahrscheinlich eher so 15 oder sowas. In dem einen Labyrinth da unten.